Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ja. Bin halt so ein bisschen muffelig drauf, weil mein Amazon gerade Ärger macht. Und zwar so richtig doofen Ärger. Ja. Hat mir gerade versucht, eine Staffel von einer meiner Lieblingsserien zu kaufen. Jetzt sagt Amazon, wir zeigen dir einen Fehlercode an. Der Fehlercode hat aber überhaupt nicht mit dem Grund zu tun, warum du dir den Scheiß nicht kaufen kannst. Weil das musst du mit Kreditkarte bezahlen. Das geht nicht auf die Zahlungsart, die du gerade eingetragen hast. Weil wenn du keine Kreditkarte hast, dann musst du dir erst einen Geschenkgutschein kaufen. Yay. Damn you. Das ist halt ganz ein bisschen nicht mein Plan. Um die Uhrzeit ist das halt ein Problem. Um daran zu kommen, weil es können jetzt ja sagen, na gut. Und ich mir halt den Gutschein. Das sind so ein Amazon-Aufladedingspunkt-Gutschein. Das ist ja nicht so. Jetzt müsste ich dafür weit laufen. Das sind 200 Meter, 300 Meter bis zum nächsten Supermarkt. Also. Ja. Yeah. Um die Uhrzeit geht das halt nicht. Also. Ja. Keine Ahnung, ob ich mir das schon heute Vormittag hole oder. Also, wenn der Laden aufmacht oder ob ich. Naja. Warte bis. Nach der Arbeit? Dieser Freeze war gerade super nervig. Ich weiß nicht, am Rückweg von der Arbeit oder so. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall super nervig. Also falls ihr es schon mal gehabt habt. Ja. Könnt ihr mir sagen, warum das liegt? Warum? Ich meine, bei der vorherigen Staffel ging es auch. Jetzt bei Staffel 3 ging es, bei Staffel 4 ging es auf einmal nicht mehr. Ich meine, gut, ich könnte jetzt versuchen, mir Staffel 1 oder 2 zu kaufen, aber das ist ja nicht der Sinn dahinter. Ich will ja Staffel 4 haben. Ja, ich will mir irgendwann alle Staffeln der See kaufen, aber. Naja, ich habe mir diesen Monat schon eine Staffel gekauft, also. Ja. Nicht wahr? Solange wie ich nicht. Ja. Solange wie ich nicht meine Abrechnung gesehen habe für diesen Monat, weil. Oder für letzten Monat besser. Weil da kann ja irgendwas nicht stimmen mit der Abrechnung. Und ich dementsprechend auch halt hoffentlich das Geld bekomme, das mir laut Vertrag und so zusteht. Dann, ja, kann ich da noch eine dritte Staffel kaufen oder so. Auf jeden Fall morgen hole ich mir die zweite Staffel. Aber bevor das nicht passiert ist, nicht noch weiter. Ich kann nicht so viel Geld ausgeben ständig. Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Es waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ei. Mein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Ertrunken im Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Ja. Jetzt legen wir uns auch noch mit Sklavenhändlern an. Ehren und Fahrt aufnehmen! Wir sind böse. Hier ist der Kurs, Captain. Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du
willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff. Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. So, ihr Vögel, Holzstoff. Brauche ich Holz? Ich brauche noch Holz, ne? Oder? Da brauche ich Holz? Ich brauche kein Holz. Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Seid bereit, Sir. Alle Segel setzen, Jungs. Wieso nicht? Ist ja nicht so, dass die Vögel irgendwie... Versenkt man halt. Die sind halt im Weg. Backbord, treib gut. Digi, das ist nicht Backbord. Ich bin zwar kein Experte, was so Seefahrtssprache angeht, aber ich weiß, dass Backbord links ist und Steuerbord rechts ist. Und ich weiß auch noch, die Erklärung ist aus so einer richtig, richtig bescheuerten Kinderserie, die ich früher mal gehört habe als Hörspiel. Und die Stimme darin geht mir gar auf. Jetzt weiß ich, wieso mir die Stimme so bekannt kommt. Das ist, glaube ich, die deutsche Synchronsprecherin von Keira Knightley. Auf jeden Fall, die erklärt... Ja, hat es so erklärt, das ist vollkommen bescheuert, aber... Steuer hat ein R, wie rechts. Und Back hat kein R, wie links. Ganz einfach, so kann man Backbord und Steuerbord auseinanderhalten. Bescheuertste Eselsbrücke ever, aber sie funktioniert. Somit habe ich mir es nicht nur als Erwachsener, sondern auch als Kind gemerkt. Das ist die Ranger. Wenn die Ranger dahin fährt, dann müssen wir da wohl auch hin. Die Ranger weiß ja, wo wir hin wollen, scheinbar. Du bist nicht den wir waren. Santa Barbara, schon wieder. Du da hinten, bist du das? Nein. Von Steuerbord, schiffbrüchiger Seemann, sicher, Ahoi, lebt noch! Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr erinnern. Die Royal African Pearl. Da senkt das Sklavenschiff nicht mehr, Wayne. Das Sklavenschiff hunderte Unschuldige an Bord. Bring uns ran! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Ja, jetzt kann ich euch... Ich versuche euch mal bei dem Schiff hier zu zeigen, Feuer! Wie man die... deren Schiffe aufbringt. Verdammter Captain Wayne. Er schießt wirklich mit allem, was er hat. Er versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Wir gehen näher ran. Feuer! Feuer! Nicht als Salzwasser! Feuer! Ja, komm, komm, komm. Feuer! Feuer! Wieso kann ich nicht schneller werden? Dammit. Das nervt. So, gestunt, sehr schön. Noch weiter gestunt. Bereit zu schießen, Sir! Mann, jetzt müssen wir rein. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Alles klar, abdrehen! Finde diese Bastarde, Captain Way! Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken! Bleib ruhig, denk daran, was wir vorhaben. Angepasst, können wir das Rohr zu unserem Vorteil nutzen. Bereit zu feuern, Sir! Welches Vor ist jetzt meine Frage? Ich sehe hier nämlich... Ah, doch, da ist eins. Okay. Soll ich die damit beschädigen, mit dem Sporn? Ja, beschädigen. Mithilfe der Verteidigungsanlage eines Vors ein Schiff versenken. Ja. Wir machen es erstmal auf Richtung vorne. Wir wollen ja schließlich eins von den Schiffen versenken, mit Hilfe des Forts. Lass sie uns nicht rammen, Captain! Hey, wir hätten versuchen können, die Ranger zu entern.
Den Loot mitnehmen, das wäre natürlich... Gegner feuert! Ja, nicht so schlimm. Machen doch kaum Damage, die paar. Ui, jetzt haben mich aber Angst. Ich hab Damage bekommen. Das kann sie uns nicht rammen. Mars und Tarnsegelwerk! Da hängt das Sklavenschiff nicht mehr. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich zieh auch nicht auf das Sklavenschiff, Ade. Vogel. So, das Ding kann ja jetzt easy vernichtet werden von den Vorverteidigungen, oder? Gegner feuert! Welches geht nicht? Feuer! 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 So, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, dass das... Ah, sehr gut. Eins versenkt. Eins übrig. Sind bereit, Sir. Feuer! Reicht das schon? Ja. Retterhaken los! Ran an die Beute! Wir gehen rüber. Such den Captain. Kommt mal her, ihr Rabauken. Ihr schreckende Pappläuse. Das war der Captain. Den habe ich gerade weggeschossen. Ich habe einfach die Schnauze voll. Such jetzt den Captain. Ja. Hi. Dammit, konnte sein Gewehr nicht aufheben. Ich konzentriere mich gerade so ein bisschen. Ich habe den versucht eigentlich mit so einem Kill-Counter umzubringen. Aber naja, was soll's. So easy war's. Der Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston ab. Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne, ihr schuldet mir was! Verdammt, Fang! Oh, Charles! Teuflischer Hund! Leg dich nicht mit mir an, Charles! Aber ich möchte mich mit dir anlegen! Sie, die Jungs und ich hielten einen Kriegsrat ab. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter! Hier verkaufe ich dir einen Zehner in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Meldet sie fest! Werf sie raus! Ich krieg dich, Jack Rackham. Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm aus und bespann meine Laute damit. Lass das verdammte Geheule weinen. Das hilft uns gar nicht. Sieh an, der berüchtigte Edward Kenway spricht, hm? Verrate uns, Captain, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt dein Maul! Ja, das war sehr... können wir das schön zwischen denen mal super. Ich muss sagen, die Erinnerung gefällt mir. Und ja, falls ihr euch wundert, warum Rackham die nicht umgebracht hat, das erkläre ich gleich, wenn nach der Sequenz. Schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme! Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Nein, lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen.
Armer Error. Ja. Ihr seht schon, wir sind hier gestrandet, mitten im Nirgendwo. Und haben nur noch unsere versteckten Klingen und unsere Schatzkarten. Aber first things first. Ich muss dringend an meiner Aussprache arbeiten. First things first, ja, das klingt bescheuert, ich weiß. Aussichtspunkte und natürlich die Insel auf Golden machen, denn wir sind hier auf der Isla Providencia. Ja, die aufmerksameren Zuschauer von euch, unter euch, die wissen jetzt schon, was es ist. Und auch wie wir hier hingekommen sind. Und ja, warum die Insel so wichtig ist. Denn ihr seht, hier gibt es 2 Maya-Stelen. Und wir brauchen nicht mehr allzu viele, um endlich die Maya-Montur freizuschalten. Und ja, ich habe gespoilert, was es dahinter gibt. Aber das liegt daran, dass ich euch das in der Montur-Übersicht sowieso schon mal gespoilert habe. Und ja. Für diejenigen, die diesen Part nicht gesehen haben, aus irgendwelchen Gründen, werde ich auch im weiteren Let's Play so tun, als hätte ich das hier nicht aus Versehen gespoilert. Ja. Das ist hier übrigens die La Providencia. Nur, dass ihr das einordnen könnt. Und ja. Dieser Schritt ist übrigens super und zeigt quasi Edwards Charakterentwicklung. Und zwar, wie intelligent Edward quasi ist, denn, naja, ihr habt ja gesehen, er hat gesagt, macht doch die Augen auf, hier gibt es genug zu essen und so. Und was halt zeigt, dass wenn es drauf ankommt, Edward eigentlich ziemlich down to earth ist. Und, naja, er nur so ein paar Geldprobleme hat. Was ich hätte jetzt, um diesen Affen zu töten, Mensch. Oh. Das ist ein roter Rundaffenpelz. Den brauchten wir so dringend. Bei einer Nebenmission. Wir sind gleich im nächsten Part nochmal hierher und alles auf 100% machen. Wir müssen sowieso 3 Tiere häuten, deswegen wäre das sowieso ganz praktisch gewesen, hätten wir das Viech da jetzt töten können. Ein Tier von jeder Spezies heute, habe ich getan. Cool. Oder wie besser gesagt. Abstergo-Herausforderung abgeschlossen. Nicht schlecht. Und ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu 100% dazu gehöre, ich alle Abstergo-Herausforderungen abschließen will. Ja. Okay, da muss ich hin, damit es weitergeht. Ist noch irgendwas auf der Map zu sehen, was wohl denn ist? Nein, sehr gut. Okay, ich dachte, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Kommt die erst jetzt? Geh und tanz mit den Fischern und ihren Booten, Kenway! Diese Insel gehört mir! Komm nur her und ich köpf dich, Bastard! Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway! Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre! Wirst du nun mit mir reden, Bein? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja! Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will ja nichts tun, du Kasper!
Nun lass uns das klären wie Gentlemen. Ja, ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew gestohlen. Okay, das war's schon mal mit dem Gespräch. Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen. Ja. Da scheint wohl jemand ein paar Problemchen zu haben. Und zwar mit seinen Aggressionen. Warte. Ja, ich find's vollkommen lächerlich, dass hier Vane Edward für seine Probleme verantwortlich macht. Denn, naja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du deine Crew nur verloren hast, weil du ein miserabler Captain warst. Weil, naja. Die hätten dich ja sonst nicht verraten. Und ja, worauf ich hinaus wollte, warum, falls ihr euch wundert, warum Jack Rackham die beiden nicht einfach getötet hat, wenn sie ihm solch ein Dorn im Auge waren. Das liegt daran, dass es unter Piraten eine Tradition gab, und zwar, dass man bei einer Meuterei den Captain immer auf einer einsamen Insel ausgesetzt hat. Gut, der hat die beiden jetzt auf einem Schiff ausgesetzt. Das war vielleicht nicht ganz der Tradition entsprechend. Aber eigentlich wurden die auch immer mit einer Pistole und einer Kugel ausgesetzt. Das wissen so ziemlich alle, die Flug der Karibik geguckt haben, aber ich sag's nochmal. Und naja, deswegen sind die beiden jetzt quasi noch am Leben. Außerdem, Jack Rackham ist ein geistig vollkommen unterbeimerter Saufkopf. Weil, naja, der hätte wissen müssen, dass Edward ihm, was Intelligenz anbelangt und vor allem Fähigkeiten, weit überlegen ist. Und naja, deswegen hätte er eigentlich ahnen sollen, dass stell dich mal. Edward am Leben zu lassen nicht unbedingt seine klügste Entscheidung war. Doof ist hier. Ja, scheinbar bin ich leicht verstopft. Das ist unschön. Und ja, also wie man sieht, wenn man das Spiel schon eine Weile gespielt hat, dann weiß man auch bestimmte Dinge auswendig. So wie ich gerade, der hier ja quasi gerade nach der gesucht. Also ja, es ist quasi so, dass man bestimmte Dinge miteinander verbinden kann, wenn man das Spiel schon bisschen besser kennt, macht man das auch instinktiv. So wie jetzt zum Beispiel. Sein halt alles auf dem Weg ein, was da kommt. Und okay, da kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Sehr schön. So, schwupp. Ich sagte, komm mir nicht nach! Gott, du hast den Verstand verloren! Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Vane. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch. Ja. Ich finde es übrigens interessant, wie jetzt gerade die Einstellung von Fangen direkt auf Töten gesprungen ist. Huch, wie hat er mich getroffen? Und ja, man hält zwei Schüsse aus immer von dem und muss warten, bis sich die Gesundheit regeneriert hat. Vor allem, es wird immer nur angezeigt, wen fangen, aber es wird ein roter Punkt angezeigt, der ja klassisch für das Töten steht. Auch wenn ich das als Adlerauge einsetze, da wird doch tatsächlich nur als Ziel markiert. Ich spreng dich in die Hölle. Ja, du willst mich in die Hölle sprengen, ich weiß. Ich schieß dir was weg! So.
Huch, wo muss ich hin? Da vorne muss ich hin. Noch nicht tot? Hier! Schwupp. Ich schieß dir was weg! Schwupp. So. Ja, er ist gerade einfach despawned. Und die Explosion schadet uns auch nicht im geringsten. Das ist so ein... Jetzt wird er zum Beispiel wieder als Fang angezeigt und hier als Töten. Also... Ja. Soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle? Mach genau. Weiter so und ich muss dich töten, Bay! Versuch's nur! Sei mein Gast! Ja... Also ich habe nicht so ganz verstanden, was das Problem von den beiden ist. Also warum er sauer ist auf Edward. Ich meine, wenn man so stabil ist, geistig wie Vayne, ja, dann ergibt es irgendwo Sinn, dass er hier jetzt Edward die Schuld gibt. Aber naja, jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Also deine Crew hätte dich auch so verraten. Offensichtlicherweise. Ohne Edward. Kann ich bitte... Kannst du das nicht, das Krokodil töten, bitte? Ja, du machst jetzt nur das hier. Komm schon, komm schon. Töte es. Ja, Keko, die kann ich tatsächlich nur mit Hilfe von Schießeisen töten. So interessant. Eine Schatzkarte bekommen, wie schön. So. Das ist, ja. Dezent kontraproduktiv, aber da. Zack. Ja, und übrigens, seine Zähne sollten eigentlich Edwards Unterarm zerfleischt haben hier, weil er gerade nicht seine Panzerung dran hat, durch die sich halt die Tierzähne nicht durchbeißen können. Diesen durchaus etwas dickeren Lederschutz, den Edward da hat. Ja. Aber... Die Entwickler waren zu faul, da zwei Animationen einzubauen. Ja. Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser. Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist. Joa. Jetzt würde ich mal deduzieren, der hat komplett den Verstand verloren. So. Was müssen wir hier denn... Oh, großer Gott, so viel einsammeln. Erstmal den Aussichtspunkt auswählen, natürlich. So, geschossen. Peng. Schieß bitte. Danke. Keine kommt vor mir! Und hier geht's lang und verstecken. Ich treib dich raus! Zack, und jetzt dürfen wir außerhalb seiner Sichtachse sein. Wir können uns hier hinten erstmal in Ruhe umgucken. Du kannst dich nicht verstecken. Ja. Dafür ruhig deine Granaten. Da ist ein Gebäude im Weg, Keile. Du kannst mir hier. Eher weniger tun. Ich treib dich raus. Zack, genau. Fetzen sind alles, was von dir bleibt, Manway. Boom. Ich finde übrigens das Magier-Stirn-Rätsel super cool und super innovativ. Ich weiß nicht, wieso die nicht nochmal vorkommen sind. Auch in einer komplizierteren Form. Ah, noch ein Meier-Schlüssel. Vor allem, das sind einfach so Rätsel. Die machen halt in der
kanonisch, klingt jetzt bescheuert, aber ja, in den bereits etablierten Regeln, die in Assassin's Creed gelten, machen die Regeln super viel Sinn. Wieso könnte er mich da gerade... Oh mein Gott, der kann hier hinten hinschießen, der Vogel. Das finde ich ja ganz uncool. Okay, so. Dann muss ich mal schön hier laufen mit Deckung. Zack. Jetzt muss ich warten, bis er geschossen hat, bevor ich das Ding hole. Ich treib dich raus! Zack, und wieder. Das Gebäude zwischen uns bringen. So. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Kenway. Jetzt versuche ich mal, das Luftattentat hier hinzuarbeiten. Genau. Ich spreng dich in die Hölle. Damit, würde ich sagen. In die Hölle springen ist ja ganz so uncool, Bane. Ich schieß dir was weg! Ja. Au. Ich treib dich raus! Du kannst dich nicht verstecken! Okay. Damn, jetzt scheine ich vergessen zu haben, wie man da hochkommt. Ah, crap. Oh, das war so rum. Ja, ich bin so ein Pfosten. Ja, und jetzt geht's hier lang. Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Kenway! Hallo? Ist das hier außen lang? Ah, meine Erinnerungen hier dran scheinen ja sehr wuschig zu sein. Ich spreng dich in die Hölle. Ja, muss ich jetzt noch zwei Truhen einsammeln. Huch. Bist du da unten? Ich schieß dir was weg. Ja, Schnauzer, ich synchronisiere gerade, du Affe. Hör auf, Zeugs in die Luft zu sprengen, Mensch. Dummer Vogel. Tschüss. Gottverdammter dreckiger Hund, Wayne! Ja, du Waschlappen. Du hast es nicht mal zu Ende gebracht. Verflucht noch eins. Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Halt mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Ja, überraschenderweise. Guckt mal, ein Schiff. Was ich sehr lustig gefunden hätte, tatsächlich an dieser Stelle, wäre, wenn das Schiff von Bonnet gewesen wäre. Das hätte ich so... Ja, war okay. Hatte ihre Höhepunkte und Tiefpunkte. Die Erinnerung. Ja, wir müssen gleich nochmal zurück. Wir haben es ja noch nicht auf Gold, ne? Und oha, ich sehe gerade, der Part hat voll die Überlänge. Naja, mal gucken. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Rogers hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham.
Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Ja. Ich würde aber sagen, damit war es das erstmal von diesem Part hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.